Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier in Super Mario Galaxy. Wir haben jetzt genug Sterne, um jetzt hier in Bowser Juniors Robo-Fabrik hier zu kommen. Nun deswegen gehen wir auch direkt dorthin. Ihr habt auch gerade auch schon mitbekommen, leichte dramatische Musik hier. Deswegen, wir fangen jetzt hier direkt an in der dreibeinige Riese. Wir haben ja schon eine leichte Vorschau da kurz gesehen, ist irgend so ein Robo-Viech oder so. Ah, das ist der. Oh, der ist aber riesig. Okay, würde sonst auch nicht dreibeinige Riese heißen. Dumm, wie ich bin, aber gut. Sehr gut. What the fuck? Das... Nee. Was zum Fick ist gerade passiert? Junge! Halt die Schnauze. Alter, was, Alter? Das habe ich jetzt nicht gebracht, ne? Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe genau denselben Skill wie Dommys Freundin. Yo! Oh Mann, den hätte ich jetzt wirklich nicht bringen sollen, ne? Ah, das war so ein behinderter Fail, den ich wirklich selten bringe. Ey, nee. Das war so richtig dämlich. Ey. Was war das für ein Shit? Nee, die kann ich ja nicht einfach so aufmachen. Ist hier irgendeine Luft zuvor oder so? Oder warum dreht sich der Stern, wenn ich einfach hier die Wirbelattacke durchführe? Wo komme ich überhaupt weiter? Oder wie komme ich weiter? Ah nee, das hat was mit dem Kugelwilli zu tun, ne? Komm mal her. So, öffne mal bitte hier diese Kugel da. Dankeschön. Um hier natürlich erstmal weiterzukommen. Wunderbar, perfekt. Und noch ein paar Sternteile, die ich noch auf dem Weg noch aufsammeln kann. Wunderbar, jetzt geht's auch schon los. Ach, da ist er schon, der kleine Zwerg. Der kleine Fruchtzwerg, Junge. Ja, fühlt sich cool. Du bist weit gekommen. Aber für einen wie dich brauche ich nicht mal die Hilfe meines Vaters. Los, Megabein. Zeig ihm die Macht des großen Sterns. Dann zeig mal, was du drauf hast, du derartiges, riesiges Robo-Viech. Ich werde dich in kleine Stücke zermalmen, wenn ich mit dir fertig bin. Andersrum. So. Das ist aber wirklich so ein Riesenprachtteil, ne? So, wie kann ich dich besiegen? Ich kann wahrscheinlich hier hoch, ne? Weil irgendwelche leuchtenden Pfeile da aufweisen. So, hier herrscht aber auch leichte Schwerkraft, kann das sein, weil die jetzt hier sind auch solche roten Pfeile zu sehen. So, jetzt sind wir sogar fast da oben. Aber das zählt jetzt auch schon zum Boss, also das ist sogar jetzt ein richtiger Bossfight, nicht wie die anderen Dinger davor. So, ach, da ist auch schon der große Stern drinne. Oh, cool. Okay, er hat Alarm geweckt. Jetzt ruft er noch mehr. Und jetzt müssen wir das hier erstmal komplett kaputt machen. Komm, ihr seid doch Zielsuchende hier, komm. Macht mal auf das Teil. Hä? Ach so, man muss erstmal das wahrscheinlich erstmal aufmachen und dann... Ah, okay, warte, ich habe es verstanden. Kommt hierher. Hä? Was ist das für ein Mist? Hä? Vielleicht muss ich auch drüber extra, damit es funktioniert. Kann auch sein. Verdammt. Nee. Oh, war das knapp, Alter. Oh, okay. Es hat funktioniert wenigstens ein bisschen. Komm. Macht auf. Macht das Ding da auf. Komm, geht hier da durch. Nein, als ob. Okay, nee, doch.
Doch, ich dachte jetzt schon. Swords? War wohl doch nicht so ein Bossfight gewesen oder was? Einfach nur an den großen Stern ranzukommen oder wie? Ich hätte gedacht, das wäre jetzt so ein etwas coolerer Bossfight. Aber ja, gut, dann halt nicht. Aber ich habe es im First Try geschafft. Ich wäre jetzt wieder fast gestorben. Alter. Ich musste erstmal so ein bisschen herausfinden, wie ich das machen könnte. Aber es war doch gar nicht mal so schwer. War easy peasy for me. Gut, dann haben wir den großen Stern. Und die großen Sterne sind jetzt wofür da? Außerdem ist die rechte Seite dunkel. Na, das haben wir ja voll. Und jetzt öffnet sich ein weiteres. Ach, dafür sind die großen Sterne, oder was? Dreibeinige Riese. Galaxie komplett. Naja, ist ja klar. Jetzt geht's weiter im Badezimmer. Okay. Also ist Rosalinas Observatorium ein rieses 10-Sterne-Hotel oder so? Oder wie? Ein großes Haus. Wenn du große Sterne zurückbringst, kehrt die Sternenkraft zurück und das Kraftfeld wird größer. Die Sternenwarte des Kometen kann mit dieser Kraft durch das Universum fliegen. Wenn die Kraft zurückerlangt ist, können wir bis zum Zentrum des Universums reisen. Das ist der von hier aus fernste Ort im Universum. Schön. Oh, eine neue Kuppel wurde aktiviert. Schick, schick, ne? Das Badezimmer. Einwandfrei. Wir nennen die wieder befreite Kuppel unser Badezimmer. Die Karte, die ich dir vorhin gezeigt habe, zeigt nicht nur die Kuppeln, sondern auch die entdeckten Galaxien und verschiedene Infos. Wenn du vergisst, wo sich eine Kuppel befindet, komm und frag mich. Sieht man eigentlich auch so, also... Es geht schon klar. Es geht schon klar. Keine Sorge. So, dann gehen wir direkt mal zum Badezimmer, weil die anderen... Keine Ahnung. Die haben wir irgendwie voll, weil das nur so Einzelgalaxien waren, deswegen ist auch schon eine Krone da drauf. Ich weiß nicht, ob da später noch irgendwelche Sterne noch kommen. Ich will nochmal kurz nachschauen oder so. Nicht, dass es noch irgendwas gibt. Ne, die sind erstmal voll. Ja, gut. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt oder so. Also ich hab da jetzt keine Ahnung. Dann machen wir erstmal weiter. Gehen wir dann hier ins wohl genannte Badezimmer. So, hast du irgendwas zu sagen? Wenn du zum Badezimmer willst, steig hier rauf. Machen wir doch natürlich. Ah, okay. Einwandfrei, so läuft das hier. Das sieht aber sehr interessant aus hier. Irgendwie lustig. Das erinnert mich wie in diesem Feentempel. Oder in diesem kleinen Bereich hier, wo die Feen hier waren. Irgendwie lustig. Dann spreche ich mal den mal an. Ja, ja, hier ist die Karte. Ach so. Liste? Ach so, die wir schon haben und so alles. Ach, das ist ja praktisch. Beste Rennzeit, Testsurfen. Okay. Oh, sind wir gut dabei. Das ist schön. Also fürs Sterntor, diesen Stern. Und dann halt hier, ist ja klar. Sterntor ist ein großer Stern. Ach, egal. Egal. Machen wir erstmal weiter. So. 11 Hammer. Also die beiden können wir auf jeden Fall aufmachen. Und die ist nur so da zum später aufmachen. Keine Ahnung. So, was machen wir denn auf? Ach, jetzt weiß ich auch, wofür die Fragezeichen Blöcke sind. Das sind nur so Mini-Galaxien. Jetzt habe ich es etwas verstanden, glaube ich. Das ist eine richtige Galaxie. Gehen wir auf jeden Fall auch jetzt auch dahin. Und es ist die Sternenstaubgalaxie. Sieht schon mal sehr interessant aus. Oh ja. Oh ja.
Na gut. Das wird unsere nächste Galaxie für die Sterne. Der Sternenregenpfad. Gut. Sehr gut. Also die ganze Zeit haben wir es hier mit der schönen Atmosphäre hier zu tun. So wie es ausschaut. Okay. Die Musik ist nice. Ach, das muss ich doch auch mal machen. Oh, das wird bestimmt ein bisschen komisch. Hey. Okay. In der Ferne sind hier auch solche komischen Sternteile. Sind aber übelst groß. Sind die nur zur Deko da? Denken wir schon. So, die hier in der Nähe sind. So, hier nochmal welche. Hier auch nochmal welche. So, dann gehen wir jetzt hier weiter. Nee, nicht hier, oder? Nee, hier. Nee, von da bin ich gekommen. Von da bin ich ja gekommen. Ich check halt gar nichts hier. Ja. Dahin wollte ich eigentlich noch gar nicht. Naja, gut, egal. Ich möchte gerne. Dankeschön. Andere Richtung. Da hole ich mir gleich den hier. Wo ist der andere? Aber so ein Elektro-Dinger noch. Okay, das ging noch. Ist eine komische Steuerung oder so, wenn man dann so komisch in so einem Kreis läuft. Aus so eine Kugel läuft, sagen wir es mal so. Hier. Yeah. Gut. Mit Leichtigkeit haben wir diese 5 Sternstücke. Gut. Na, die Physik ist komisch. Aber ist machbar. So. Und jetzt sind wir auf einer Rakete drauf. Lustig. Mhm. Ach, da geht's weiter, okay. Folge diesen komischen Sternen da. Ich würde gerne da auch hingehen, wenn das mir möglich ist. Danke. Geh da hin. Sammeln wir mal die Münzen mal ein. Das ist aber ein komischer Pfad hier, ey. Aber es ist auch so ein Ding, daran könnte man leicht krepieren oder so. Wenn man es nicht so gut macht. Irgendwie so in der Art. Ja, jetzt wäre ich gerne los, dankeschön. An diese komischen Spinnenviechern. Komm, geh du weg. Geh du auch weg. Dankeschön. Dass du es mir so leicht machst. Ich dachte, da waren Münzen. Naja, gut, dann halt nicht. So, Wandsprung oder nur so? Ah, nee. Gut, okay, boah. Oh, ist aber viel. So ein Gumba. Ich wollte dich nicht ansprechen, aber ja, okay, gut. Nanu, der Captain? Der Kapitän? War wohl wieder der Erste auf der Flucht, was? Ja, toll. Konnte ich ja viel machen. Geh weg da. So. Hier fallen noch ein paar Sternteile als Kometen runter. Auch sehr schön. So, haben wir nochmal ein One-Up verdient dafür. Na, nice Sache. So. Damit so der Captain tot kommt. Vor allem dieses Pilzteil. Sieht nämlich fast. Sieht. Das ist doch gerade dieses Pilzteil da von ihm. Weil im Mario Odyssey gibt es nämlich auch sowas. In diesem komischen einen Dschungel da. Ta-da-da-da! Mario! Der Todsuchtrupp eilt dir zu Hilfe! Wir haben eine Abkürzung zum Powerstern entdeckt. Also verwendet den Sternenring hier oben auf dem Pilzschiff. Da ist eine Abkürzung oben auf dem Pilzschiff. Ich gehe ja schon hin, mein Gott. Ich mach das ja schon. Das sieht knifflig aus. Hä? Und nun?
Okay. Achso, jetzt habe ich das schon eingesammelt und jetzt folgt mir der Stern oder was? Hier geht's nicht mehr weiter. Okay. Gehe ich mal nur nach rechts. Okay. Ich hätte gedacht, das wäre hier unlösbar, aber irgendwie sind das Plattformen, die einfach so ruckartig hierher kommen. Das scheint auch nichts mehr zu sein, nö. Vielleicht geradeaus? Ne, hier haben wir ja angefangen. Ne, hier haben wir ja angefangen. Wie viele brauche ich denn überhaupt? Hier sind noch 3 Stück. Okay, den haben wir jetzt auch. Dürfte ich bitte dahin nochmal? Dankeschön. Okay. Wie könnte ich jetzt zu den anderen Sternen hin? Wie könnte das jetzt funktionieren? Das wäre schon cool, ne? Ah, okay. So, dich nehme ich auch jetzt mit. Gibt es danach noch einen oder ist das jetzt hier der letzte? Geh doch da hoch. Machen wir es halt so. Ah, nee, gut, dann haben wir es jetzt, ne? Und 5 einzelne Sterne. Ach, wird zu einem großen. Ja, okay, gut. Ich hab's schon verstanden. So, da holen wir uns jetzt den hier. So. Boah, das war knapp. So. Einwandfrei, Spitze. Einwandfrei. Stern erhalten. So, da haben wir es jetzt. Perfekt. Das ist doch schön. Das ist doch sehr schön. Bin ich cool. Da haben wir jetzt nun unseren 12. Stern. Und 318 Sternteile und noch eine neue Galaxie freigeschalten. Juhu, das geht aber heute schnell hier in diesem Part. Gerade im letzten Part hier 3 Galaxien freigeschalten. So einzelne Galaxien nur mit 1 Stern. Aber ja, okay, gut. Dann wird es erstmal gewesen sein für diesen Part. Ist irgendwie auch ein bisschen krass passiert irgendwie viel irgendwie heute trotzdem. Auch wenn es, glaube ich, auch nur wieder 2 Sterne waren. Wie beim letzten Mal. Ich mache es einfach nur so Weitsprung. Wird schon schief gehen. Okay, lief doch nicht so schief. Aber wie gesagt, würde ich das mal sagen, beenden wir hier diesen wunderbaren Part. Und ja, da würde ich sagen, mal wieder, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Aber für die, die neu sind, wenn ihr Bock drauf habt, auch gerne gesehen. Und dann würde ich sagen, bis zu einer weiteren Part hier in Super Mario Galaxy. Bis zum nächsten Mal und ciao Leute. Macht's gut.